Naja, also nochmal herzlich willkommen auch zur Abendveranstaltung. Leider in Vertretung, eigentlich sollte ja Harald Seubert heute den Vortrag halten zum Thema Friedenspädagogik im Licht des großen Friedens. Ich hatte schon gesagt, leider aus familiären Gründen, auch gesundheitlichen, kann er heute nicht hier sein. Deswegen springe ich heute ein bisschen ein in der verkürzten Version und versuche einfach auch einerseits den Begriff des großen Friedens, das ist ja Kernpunkt eigentlich unserer Veranstaltungsreihe, ein bisschen weiter zu konkretisieren, einerseits und auf der anderen Seite die Brücke auch zur Friedenspädagogik, zum eigentlichen Fokus des Kongresses heute, morgen und übermorgen zu schlagen. Zunächst mal ein Rückblick, wir haben heute die vierte Tagung, Konferenz zum großen Frieden. Und wir hatten angefangen mit dem Thema Krieg und Frieden auf dem Weg zum großen Frieden. Das war die erste Tagung 2014, auch aufgrund der politischen Spannungen, die damals waren. 2014, die Ukraine-Krise, war für mich zumindest ein wichtiger Punkt. Gleichzeitig die 100-Jahres-Resonanz zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Also wir waren da wirklich auch in einer Art Synchronizität. Juli-Krise 1914 und dann unser Symposium auch im Juli 2014. Gleichzeitig hatten wir dann das nächste Mal den Fokus auf das Thema der große Frieden zwischen Mann und Frau. Das war ein eigener Fokuspunkt. Und 2016, das heißt vor 2 Jahren, die letzte Tagung zum Thema Frieden zwischen den Religionen unter dem Untertitel das Ideal einer geeinten Menschheit, miteinander reden und einander verstehen. Also dieses Ideal einer geeinten Menschheit, was dort im Untertitel war, deutet schon auf diesen großen Frieden. Und ich möchte versuchen, das jetzt ein bisschen weiter auszuführen. Zunächst aber noch ein paar Gedanken vielleicht zum Ort hier, zum Genius Loci. Einerseits geschichtlich, die Stadt, wo auch die Schlacht von Jena-Auerstedt stattfand, und auf der anderen Seite sind wir im Weimarer Land, wo sozusagen das Weimarer Bildungsideal entwickelt wurde. Ich glaube, dass das für eine Friedenspädagogik von ganz zentraler Bedeutung ist und eben nicht nur rückwärtsgewandt nach dem Motto, man schaut in die Vergangenheit, sondern ich glaube, dass das Paideia, das Bildungskonzept, wie es von Friedrich Schiller vor allem entwickelt wurde, eine große Zukunft hat und eine Blickrichtung für einen großen Frieden aufzeigt. Also zum Beispiel schreibt Schiller in Über Anmut und Würde: Die schöne Seele ist das Ziel einer ästhetischen Erziehung. Und ich glaube, dass die ästhetische Erziehung im schillerschen Sinne eigentlich die Idee der Friedenspädagogik schon wunderbar in ein Wort, in ein Bild fasst. Und wir haben heute auch mit der Ausstellung von Schessel die Würde des Menschen immer wieder den Würdebegriff heute gehabt. Auch in dem Vortrag über das Schulgesetz und die Rahmenbedingungen, welche Bedeutung die Würde hat. Und dann ist natürlich die Frage, was bedeutet das? Was ist dieses Würdekonzept, das auch bei Schiller ganz zentral ist? Da möchte ich dann zum Schluss ein bisschen drauf eingehen und ganz besonders auf sein Werk, die ästhetische Erziehung des Menschen. Besonders dahingehend nochmal sein Konzept des Spiels, welche Bedeutung das Spiel für eine ästhetische Erziehung hat und damit auch für eine Friedenserziehung. Bevor ich aber darauf komme, möchte ich auf Haralds Werk Krieg und Frieden und darüber hinaus eingehen. Und zwar auch schon, weil ich im Titelbild versucht habe, dort diesen Antagonismus zwischen dem Kriegerischen, dem Kämpferischen, dem Polemos einerseits und auf der anderen Seite eben den Frieden darzustellen als zwei Pole, als in gewisser Hinsicht ein Dualismus, der aber auf ein drittes verweist. Auf ein drittes, das sozusagen diesen Dualismus von Krieg und Frieden, von positiv-negativ, überwindet.
das wäre auch der Begriff des großen Friedens. Ein non-dualer Zugang, der diesen Dualismus überwindet. Und ich habe mal ein Zitat von Harald gebracht. Er sagt, jener große Friede fordert in der Tat ein, dass man die Spiegelung von Seele und Polis, wie sie Platon erstmal konstruktiv für die politische Philosophie erdacht hat, beim Wort nimmt. Also Seele und Polis, das heißt, wir haben diese doppelte Perspektive auf das Thema des großen Friedens. Einerseits die subjektive, die seelische Dimension, die individuelle Dimension und gleichzeitig die der Gesellschaft, der Polis. Also man wird nicht drum herum kommen, einen großen Frieden, sowohl die eigene Friedfertigkeit, die eigene Kultivierung eines inneren Friedens einerseits und auf der anderen Seite trotzdem die politische, weltpolitische Lage, die Polis, die Kosmopolis auch mit ins Auge zu fassen. Also ich glaube, dass es dieses Spannungsfeld ist. Und wenn man den Begriff des Integralen, der ja auch bei Aurobindo zentral ist und der den integralen Yoga begründet hat, dann sind es immer diese vier Aspekte. Ken Wilber hat es dann popularisiert, indem er von den vier Quadranten spricht. Und das wäre auch die Perspektive für einen großen Frieden. Das heißt, es ist immer Individuum und Kollektiv. Ich und du und wir in gewisser Hinsicht eines. Und auf der anderen Seite innen und außen. Das ist auch bei Ken Wilber in seinem integralen Modell, diese vier Quadranten, innen, außen, Individuum und Kollektiv. Das ist so ein bisschen der Rahmen, der eigentlich den großen Frieden absteckt. Und im Vorwort habe ich mal geschrieben dazu, wer nach einem realistischen Weg hin zu einem großen Frieden sucht, tut auch gut daran, nach dem Wesen des Friedens, neben dem Wesen des Friedens, auch das des Krieges, sowie seine Erscheinungsformen in der Menschheit zu kennen. Letztlich wohnt die Sehnsucht nach dem großen Frieden zwar allen Herzen, wenn wir sagen allen Seelen inne, doch dieses hohe Ideal und dieser implizite Ordnungstelos, dieses Ziel, fordern auch ein großes Bewusstsein oder ein bewusstes Leben, um Henrich zu zitieren. Das zu dieser non-dualistischen und schöpferischen großen Harmonie, Harmonia aufzusteigen vermag. Also ich glaube, dass man nicht auf einen großen Frieden im Außen hoffen darf, ohne diese Bewusstseinsentwicklung, die in gewisser Hinsicht dann das Kriegerische, das Kämpferische hinter sich lässt. Diese spannungsreiche Zusammenfügung des Entgegengesetzten, wozu auch Heraklit schon einiges geschrieben hat, zu einem Ganzen, diese Harmonie, ist die große Herausforderung für den Menschen auf dem Weg zum großen Frieden. Und dort hat auch die Weisheit des Kämpferischen, oder wie es Nietzsche nannte, die Weisheit des Kriegers ihren Platz. Ich werde danach noch ein kurzes Stück zeigen. Das kam mal vorhin als Idee. Wir hatten 2014 im Rahmen dieses ersten Kongresses ein Stück von Nietzsche aufgeführt, von den drei Verwandlungen des Geistes. Das ist aus der Vorrede im Zarathustra und hatten dort mit den Kindern zusammen auch eine Performance gemacht. Und ich glaube, dass dieses Stück und ganz konkret auch dieses literarische Stück von Nietzsche die Idee des großen Friedens wunderbar auf den Punkt bringen. Er sagt, der erste Schritt ist in gewisser Hinsicht das Kamelbewusstsein des Menschen, das trägt und die Lasten trägt. Der nächste Schritt ist der Löwe. Dann sind wir hier sozusagen wirklich von diesem kleinen Frieden, das Kamel ist ja immerhin schon bereit zu tragen und so weiter. Während der Löwe, die zweite Verwandlung, gegen den Drachen der alten Werte kämpft. Und Nietzsche hat für gerade diesen Kampf wunderbare Begriffe gefunden und das durchzieht sich durch sein ganzes Werk, die Notwendigkeit auch des Kampfes. Also nicht den kleinen Frieden, die Pazifizierung oder sogar die Domestizierung des Menschen ist das Ziel.
sondern diesen Aspekt des Kriegers in sich auch zu entfalten, auch gegen das Falsche zu kämpfen und nicht in eine Duckmäuserei zu kommen. Aber um nicht dann beim Kämpfenden stehen zu bleiben, beim Löwen, der gegen den Drachen der alten Werte kämpft, sondern zur dritten Stufe, zur dritten Verwandlung zu kommen, die dann wiederum das Bild des großen Friedens darstellt. Und das ist bei Friedrich Nietzsche das spielende Kind. Das spielende Kind, das auch sozusagen zwar den Krieger in sich entwickelt hat, aber im dreifach hegelischen Sinne aufgehoben und dann in ein freies Spiel kommt, das spielende Kind. Und zum Schluss möchte ich noch auf Schillers ästhetische Erziehung des Menschen eingehen, weil er dort eigentlich das Spiel, den spielenden Menschen ins Zentrum seiner Pädagogik, seiner Friedenserziehung, seiner ästhetischen Erziehung setzt. Nachdem wir das letzte Mal das Ideal einer geeinten Menschheit als Ziel hatten, möchte ich zumindest noch kurz darauf eingehen, weil das in gewisser Hinsicht auch in einer politischen Vision dieser große Frieden darstellt. Und zwar eben nicht im Sinne, wir hatten es vorhin, das Ende der Geschichte, wie es Fukuyama nannte, in gewisser Hinsicht ein Sieg nur des Kapitalismus und der Mensch bleibt, wie er ist, sondern im Hinblick auf eine Höherentwicklung des Bewusstseins. Und zwar auch mit den Gefahren, die darin sind. Er warnt explizit vor einem Weltstaat, vor einer Gleichmacherei in gewisser Hinsicht. Sondern dieses Ideal einer geeinten Menschheit sieht er wie eine Art Religion der Humanität. Und die wird nicht durch Gleichmacherei erreicht, sondern durch eine Verbundenheit und Einheit auf der seelischen Ebene. Das ist in gewisser Hinsicht das eigentliche Ideal einer geeinten Menschheit. Auf der Ebene des Seelischen. Das würde jetzt ein weites Feld bedürfen, was eigentlich hinter diesem Seelenbegriff ist. Damit ist nicht gemeint nur das Gemüt, sondern tatsächlich der Geist in der Materie. Im indischen Sanskrit gibt es die Unterscheidung zwischen Purusha und Prakriti. Der Geist als sozusagen das Ewige und die Prakriti, die Natur, als das Werdende. Also das ewige Sein in Beziehung mit dem Werden. Ein großes Thema auch bei Edith Stein, wie das zusammenhängt. Deswegen freue ich mich morgen, wenn wir was zu ihrer Anthropologie hören werden, weil da hat sie in dem ewigen Sein genau diese Dimension des Seelischen schon beschrieben. Max Scheler hat es in seiner philosophischen Anthropologie Anfang des 20. Jahrhunderts auch wunderbar herausgearbeitet, in seinem Werk vom Ewigen im Menschen. Das heißt, es gibt eine Dimension, die sozusagen, um es mit Frankl auszudrücken, eine dritte Dimension darstellt. Die erste Dimension in Frankls Dimensionalontologie ist sozusagen der physische Körper, das Psychophysikum. Das ist diese Dimension der Natur. Das heißt, ich bin welthaft, ich bin Natur als dieser Körper. Sogar noch einen Schritt weiter, ich bin der Leib in der Anwesenheit, welthaft. Aber es gibt dahinter eine Dimension, eine Ewigkeitsdimension, eben das Ewige im Menschen, eben die Seele. Scintilla animae nannte es Meister Eckhart, das Seelenfünklein. Und das ist eben nicht zeitlich begrenzt, das ist ewig, das eigentliche Wesen. Und in dieser Dimension ist eine Einheit der Menschheit zu erwarten. Auf dieser Ebene ist das Prinzip einer Religion der Humanität möglich und eine Einigung der Menschheit. Ich glaube, dass diese Doppelnatur man bewusst sein muss, sonst erwartet man sozusagen von dem Endlichen, dem Bedingten etwas, was es nicht leisten kann.
Ich glaube, wir haben gerade die Ausstellung, und zwar zwei große Denker, eine Denkerin, eine Philosophin und Schiller, Friedrich Schiller ist Teil dieser Ausstellung. Auf Edith Stein werden wir morgen intensiver eingehen, auf ihre Anthropologie und das sogar noch runterbrechen, bis hin auf die Leibesphilosophie und Leibesphänomenologie, das heißt das Verkörpertsein als Seelen. Wir sind alle verkörperte Seelen, weil wir in Realzeit hier sind. Faktum. Die Frage ist, inwieweit sich der Mensch dessen bewusst ist, mit was er sich identifiziert. Und ich glaube, dass die Anthropologie Steins dort von ganz großer Relevanz für eine Anthropologie des 21. Jahrhunderts ist. Und das in einer sehr luziden Sprache. Und gleichzeitig ist sie die Begründerin, kann man sagen, der Leibesphänomenologie. Also sozusagen sich das zu erschließen, in auch sprachlich dieses Leibliche in der Welt sein, das Gegebensein des Leibes. Und wie nähern wir uns dem an? Das heißt, wir werden morgen da auf dieser Grundlage der Anthropologie, auch im gesamten Kontext des großen Friedens, dann den Fokus legen auf die Frage, welche Bedeutung Leibesphänomenologie für eine Leibeserziehung hat. Und Leibeserziehung, den Begriff, der vielleicht auch einige erstmal vor den Kopf stößt, weil es irgendwie klingt wie, was weiß ich, 20er, 30er Jahre des 20. Jahrhunderts, trifft aber genau diese Unterscheidung auf den Punkt, den Körper, den ich habe, von dem ich mich auch distanzieren kann und irgendwann werde, wenn der zerfällt, aber der Leib, der ich bin, der personalistische Leib. Und was bedeutet dieses Verständnis des Leibes für eine Erziehung, für eine Friedenspädagogik im 21. Jahrhundert? Und warum ist daher dieser Begriff des Leibes in der Unterscheidung zum Körper auch so wichtig? Um auf dieser Grundlage dann weiterzugehen, ob das jetzt eine Friedensaufstellung ist, wo auch der im Raum anwesende Leib eine zentrale Rolle spielt, um dann den nächsten Schritt weiterzugehen, der Leib in Bewegung, das heißt die Bewegung, welche Bewegung, welche eigenleibliche Bewegung, wir bewegen uns ja permanent, aber inwieweit kann diese Bewegung eine freie Bewegung sein, eine freie Leibesbewegung, wie es Edith Stein nennt, die dann in der höchsten Stufe eigentlich zu einer ästhetischen Bewegung führt. Die ästhetische Erziehung des Menschen ist nicht nur auf Sprache ausgerichtet und auf Dichtung, sondern auch eine ästhetische Leibeserziehung. Und was bedeutet das? Und welche Rolle spielt dabei der Tanz? Das ist die große Frage, die wir morgen nachgehen werden. Ich habe das jetzt nur mal ein bisschen umrissen und ich möchte gar nicht mal so lange sprechen, sondern wollte einfach mal versuchen, ein bisschen mich weiter diesem Begriff des großen Friedens anzunähern, zu zeigen, dass es eben nicht der dualistische Begriff ist, sondern was darüber hinausweist. Dieses, was in gewisser Hinsicht jenseits dieses Antagonismus, Krieg, Frieden, hell, dunkel, positiv, negativ, schwarz, weiß und so weiter ist. Und da spielt, um einerseits auf Schiller nochmal zurückzukommen, weil ich glaube, dass tatsächlich wir hier am Genius Loci eines Bildungsideals nicht nur der Weimarer Klassik, sondern des 21. Jahrhunderts sind. Wenn man diese Impulse, die dort kamen, wirklich ernst nimmt und aufnimmt. Schiller wusste, wenn er von der schönen Seele spricht, dass das sozusagen nicht das Gemüt ist, nicht das Psychophysikum, wie es Frankl genannt hat, sondern dass es da diese Dimension gibt, die dem Menschen noch nicht bewusst ist, die er aber sich erschließen kann durch Bewusstseinsentwicklung, durch Ichologie, durch Meditation, durch Spiel. Deswegen dieser berühmte Satz, den er in der ästhetischen Erziehung des Menschen schreibt, wenn man sich das vor Augen führt, denn um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist. Und er ist nur da ganz Mensch,
wo er spielt. Es ist in gewisser Hinsicht im 16. Brief der ästhetischen Erziehung des Menschen die Krux, das Spiel, ins Spielerische zu kommen. Wie geht es, ohne dabei den Ernst sozusagen hinten runterfallen zu lassen, sondern dass das Spiel wichtig ist, ganz im Ernst. Und ich glaube, dass der Tanz eine der wunderbarsten Möglichkeiten ist, besonders wenn man leibesphänomenologisch aufgeklärt ist, in dieses Spiel zu kommen. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern praktisch. Hugo Rana, einer der großen Theologen des 20. Jahrhunderts und Bruder von Karl Rahner, vielleicht einer der bedeutendsten Theologen, hat dieses wunderbare Werk Der spielende Mensch geschrieben. Und sagt euch Hugo Rahner was, Der spielende Mensch. Also ein wunderbares Werk. Und das letzte Kapitel dieses Werks heißt Das himmlische Tanzspiel. Das ist das letzte Kapitel dieses Werks. Und in dem entwirft er eine christliche Eschatologie. Wie muss man sich das vorstellen, in gewisser Hinsicht, dass die Seelen tanzen oder dieses Tanzspiel, dieses himmlische? Und das beschreibt er dort. Und wenn dem so ist, dass in gewisser Hinsicht die Seelen, also diese geistige Dimension im Menschen eigentlich tanzt, sich in ihrer Bewegungsform nicht mehr profan bewegt, sondern ihre Bewegungsform selber Ästhetik und Tanz ist, dann besteht natürlich eine wunderbare Möglichkeit, mit dieser Dimension, mit dieser Zukunft in Resonanz zu treten über das Medium des Tanzes. In dieses Tanzspiel bereits im Diesseits einzutauchen und sich damit mit dieser Dimension zu verbinden. Und dieser Dimension die Chance zu geben, sich auszudrücken. Weil es geht hier nicht um einen vorgefertigten Tanz, um einen Showtanz oder was auch immer, sondern es geht um den im Raum anwesenden Leib, der sich dieser Situation bewusst ist, dieser Koordinate, hic et nunc. Und dann in gewisser Hinsicht aus dieser Präsenz in die Bewegung kommt. Das muss jetzt keine ausladende große Bewegung sein, es können minimale Bewegungen sein, es können Bewegungen der Finger, Mudras sein. Und zu schauen, wie jeder zu seinem individuellen eigenen Tanzspiel kommt. Und dass es tatsächlich Spiel wird. Nicht Zwang, nicht Krampf und so weiter, sondern das Spielerische in sich kultivieren. Das wäre die höchste Form der ästhetischen Erziehung im Sinne der Friedenspädagogik Schillers. Ganz Mensch zu sein im Spiel, im Tanzspiel, weil er dort sozusagen leibhaftig da ist. Das wäre sozusagen die Perspektive für den morgigen Tag und gleichzeitig ein konkreter Zugang zum großen Frieden. Denn der spielende Mensch ist im großen Frieden. Der überbrückt sozusagen die Dualismen von Kamel und Löwe, von dem kleinen Frieden oder das Domestizierte, sei doch friedlich, oder eben nur das Kämpferische. Ja, ich glaube, das ist eine sehr spannende Perspektive und passt wunderbar in den Ort, den Genius Loci hier, wo wir hier sind, im Weimarer Land. Nicht der Blick in die Vergangenheit auf Schiller, sondern tatsächlich in die Zukunft. Ebenso mit Edith Stein. Aber da werden wir morgen drauf stärker schauen. Und um den Abend jetzt nicht noch weiter auszudehnen, werde ich einfach diese Aufführung, weil das sozusagen, das kam ja vorhin und Harald ist nicht da, weil das diese Idee des großen Friedens, die Idee des Spiels im Hinblick auf dieses Nietzsche-Projekt, wo wir damals in der Himmelstadt, Victoria hat ja noch mit den Kindern damals das mit aufgebaut, also auch den Rahmen, ähnlich wie hier, auch dass es sozusagen gebaut wurde in dem Raum, in dem man dann ist, wo dann das Spiel stattfindet und es diese drei Phasen durchläuft, zur
Und vielleicht kommt ein bisschen was von dem rüber, was mit diesem Spiel gemeint ist. Ich habe vorhin noch eine Frage. Ja. Welche Rolle spielt das Licht in dieser Welt, ja, die du da beschrieben hast? Ja, ja. Also zunächst mal ist die Frage der Lichtdefinition. Wenn man es physikalisch sieht, kann man sagen, wir haben hier ein Photon, das aus einer Lichtquelle kommt, das gleichzeitig Teilchen und Welle ist, das Doppelfunktion hat. Aber das unerbittliche Licht, um einen Titel von Frau Falkowitz zu nehmen, die davon spricht, das unerbittliche Licht und damit auf Edith Steins Begriff des Lichtes eingeht, ist es in gewisser Hinsicht ein Synonym für den Heiligen Geist, für den, in der Trinität den Heiligen Geist, das göttliche Licht, das göttliche Urlicht, könnte man sagen. Ein unerbittliches Licht dahingehend, dass man, wenn man von diesem Strahl, des Eiphanäs, getroffen wird, sozusagen, man in dieser Lichtung steht. Heidegger hat von der Seinslichtung gesprochen. Und das heißt nichts anderes, als dass das Dasein, so, die Prakriti, die Natur, sich ihrer Geistnatur des Ewigen, dieses Lichts, bewusst wird. Und im Licht, in der Seinslichtung steht. Also es geht hier nicht um ein naturwissenschaftliches Licht, sondern um ein spirituelles Licht, ein Licht, das in gewisser Hinsicht eine höchste Kohärenz hat. Licht wird ja sozusagen nach seinen Kohärenzgraden unterschieden. Ist es in gewisser Hinsicht diffuses Licht? Ist es im nächsten Schritt höher kohärentes Licht? Dann wird dieses Licht zum Laser, in dem die Lichtstrahlen gebündelt werden. Und die höchste Kohärenz, könnte man sagen, kommt aus dem Omega-Punkt oder aus dem Alpha. Alpha und Omega sind gleich, das ist Ursprung und Ende. Und daher, von dort aus, aus der Zukunft, strahlt das Licht Omegas, die Sonne, auch die Metapher Platons für die Idee des Guten, das sozusagen über dem wahren, schönen und Guten steht, die Idee des Guten ist die Sonne, die Idea Agathon. Und diese Sonne ist der Omega-Punkt, der Endpunkt, der gleichzeitig der Ursprung und Alpha-Punkt ist. Und aus dieser Sonne strahlt das Licht, das überhaupt erst Erkenntnis ermöglicht. Also mit anderen Worten, indem man aus der Höhle, um mit Platon zu sprechen, aus der Höhle austreten und ins Freie kommen, die Ketten ablegen, die uns sozusagen im Unbewussten halten und aus der Höhle den Weg ins Freie finden, findet man den Weg zum Licht. Ins Licht. Ins Offene. Und das allpräsent ist, wie gesagt, ich würde sagen, das ist in der christlichen Theologie am nächsten dran an der Verständnis und Verständnis des Heiligen Geistes in seiner Trinität. Das ist das eigentliche Urlicht. In das gilt es einzutreten. Oder noch besser, wir sind eigentlich immer drin. Da gilt es, sich dessen bewusst zu werden, dass dieses ewige Licht immer leuchtet. Das Ewige im Menschen ist dieses Licht, das immer leuchtet. Die Frage ist, inwieweit sich der Mensch dessen bewusst ist, inwieweit er sich sozusagen mit den verschiedenen Ebenen seines Seins identifiziert. Ich kann mich natürlich mit dem Körper hier identifizieren. Das ist Andreas Mascher. Der ist sozusagen vor 50 Jahren physisch in Erscheinung getreten und so weiter. Der hat diese Identität und er wird irgendwann mal wieder zu Staub zerfallen. Aber das Bewusstsein, das in gewisser Hinsicht da ist, das personale Bewusstsein, das jetzt diesen Leib bewohnt, ist nicht wegzudenken, ist nicht auszulöschen. Wie könnte jemals die Information der absoluten Nicht-Existenz Teil eines Bewusstseins sein? Sogar in der absoluten Schwärze der Nacht gibt es einen Beobachter dieser Schwärze. Es ist ein neutraler Zeuge, eine höhere Ordnung. Und das ist die Herausforderung für einen Menschen, der tatsächlich zum großen Frieden kommen will,
Den großen Frieden wird er nicht finden in seiner Prakriti, in seiner Natur, in seinem Psychophysikum. Da ist er totgeweiht. Das ist das Sein und Werden. Das ewige Sein ist sein Bewusstsein. Und zwar nicht sein mentales Bewusstsein, sondern sein seelisches Bewusstsein oder sein integrales Bewusstsein. Und kannst du nochmal sagen, der Heilige Geist in seiner Dreifaltigkeit, ja. Was ist das? Naja, das ist diese Trinität von in gewisser Hinsicht dem Vater, das ist das Ursein, Sat im Sanskrit, Sat, reines Sein. Der Sohn, das ist die zweite Dimension, der Sohn, der Logos, der inkarnierte Logos, im Sanskrit Chit, das Bewusstsein des Seins. Reines Sein ist ja sich erstmal noch, ist reines Sein nur. Das Bewusstsein dieses Seins symbolisiert im Sohn, im Logos, im inkarnierten Logos. Und die dritte Dimension, der Heilige Geist, der in gewisser Hinsicht die beiden Vater und Sohn verbindet. Der überhaupt alles mit allen verbindet. Das, was das Innerste der Welt zusammenhält. Der Heilige Geist ist in gewisser Hinsicht ein universelles Informationsfeld. Man könnte, wenn man theoretisch, physikalisch spricht, vom Lichtäther sprechen. Lichtäther. Und selbst wenn der in den physikalischen Theorien scheinbar schon ab acta gelegt ist, nein, der Raum ist unteilbar. Wir sind hier jetzt in Auerstedt. Aber wenn wir uns diese Kuppel hier wegdenken, dann ist das ein kosmisches Ereignis. Wir sind im Kosmos. Und er dehnt sich in Unendliche aus. Und aus diesem Bewusstsein rauszuleben, würde natürlich alles oder alles ändern im Umgang mit den anderen. Das Bewusstsein der nicht getrennt hilft, die damit einhergeht und so weiter. Das heißt, ich wäre Mensch auf der einen Seite und könnte damit umgehen, wäre mich aber das Ewige im Menschen gleichzeitig bewusst und könnte aus dieser Quelle leben und wüsste um meine Unsterblichkeit und hätte natürlich da so weitgehende Konsequenzen. Ich glaube, dass wir uns diese Dimension erschließen werden, auch physikalisch. Ich glaube, dass es mittlerweile die Zeit ist, wo beispielsweise durch die Transdimensionenphysik eines Burkhard Heim physikalisch klar ist, dass dieser dreidimensionale Körper, hier Höhe, Tiefe, Breite, dreidimensionaler Körper im vierdimensionalen Raumzeitkontinuum sozusagen, dass das nur die vier Dimensionen sind. Aber der Mensch ist höherdimensional. Er hat auch eine fünfte Dimension. Eine fünfte Dimension. Er ist ja diese Materie. Wir sind Sternenkinder. Ganz, ganz klar, diese Kohlenstoffverbindung ist Sternenstaub. Selbst wenn sie hier in dieser Form individualisiert ist. Materie ist selber nichts anderes als Licht. Das ist die Beschreibung. Fünfte Dimension? Was ist die fünfte Dimension? Die fünfte Dimension ist das universelle Informationsfeld. Das ist sozusagen die Faktizität der Non-Dualität. Die Faktizität der Non-Dualität, der Einheit. Das spannt überhaupt erst diese fünfte Dimension, den vierdimensionalen Raum auf, ist mit allen Qualitäten allgegenwärtig. Einer der Aspekte des Heiligen Geistes, die Allgegenwart, die Allmacht, die Allwissenheit. Warum? Weil das eine Feld, das alles ist, kennt sich. Allgegenwart ist sozusagen in einem nicht-lokalen Feld, in einem nicht-lokalen Feld, die natürliche Komponente. Das Universum ist ein Körper, der mystische Christus, der mystische Körper Christi ist das Universum. Und da kennt der eine Finger natürlich den Zehen, das ist ein Organismus, nicht getrennt. Die große Herausforderung besteht darin, in dieser Doppelfunktion zu leben, die doppelte Natur. Einerseits sich dieser Vergänglichkeit, auch dieser personalen, oder sagen wir mal, dieser Identität als Mensch bewusst zu sein und trotzdem befreit zu sein von der Endlichkeit. Durch das Bewusstsein des Ewigen. Und zwar nicht theoretisch, sondern indem es vollzogen wird, indem sozusagen sich immer wieder in diese Präsenz vergegenwärtigt wird und aus der heraus gelebt wird. Ich glaube, dass wir die nächsten Jahre, Jahrzehnte
diese Zusammenhänge ein bisschen nicht nur philosophisch-anthropologisch, sondern auch physikalisch beschreiben können werden. Die Herausforderung besteht darin, die individuelle Transformation hinzubekommen, um mit dieser und in dieser Wahrheit zu leben. Das darf keine abstrakte Theorie oder sogar eine Dogmatik sein, sondern es muss eine Quelle sein, aus der der Mensch schöpft in seinem täglichen Lebensvollzug und damit sozusagen sein Leben umgestaltet in ein kosmisches Leben, die Stellung des Menschen im Kosmos. Also es ist ganz klar, wie es gehen wird. Und die Herausforderung von jedem, der das klar ist, hat die Möglichkeit, daran zu arbeiten. Schlegel nannte es die schöpferische Selbsteinwirkung. Das heißt, das Schöpfertum des Menschen ist nicht nur im Außen, dass er sozusagen Gebäude und so weiter schafft, Artefakte, sondern dass er die Schöpferkraft des Gestaltens auf sich selber anwendet und sagt, ich werde zu meiner eigenen Daseinsplastik. Oder wie es Plotin nannte, Meister steht an deiner eigenen Büste. Das würde einfach einen neuen Schritt der Weltgeschichte bedeuten, wobei Schiller sich ja auch als Historiker mit der Weltgeschichte, der Universalgeschichte beschäftigt hat und genau diesen Prozess eigentlich beschreibt. Die Universalgeschichte, das ist dann der Prozess zum Ideal einer geeinten Menschheit. Ja. Also mit anderen Worten, die Arbeit an sich selbst. Der große Friede fällt nicht vom Himmel, sondern er wird entfaltet, wie eine Entelechie, ein Ziel, das bereits im Seelischen verwirklicht ist. Die Seele residiert, wesen bereits im großen Frieden. Sie ist in dieser Einheit, und wenn man so will, wenn man es theologisch ausdrückt, schaut diese Einheit, das göttliche Licht, ist in Resonanz mit diesem unerbittlichen Licht, dieser Liebe. Und die Herausforderung des Menschen besteht, mit dieser Dimension in sich im bewussten Kontakt zu sein und aus dieser Dimension raus zu leben. Der Thiago wollte was sagen. Ja, ich will nicht unterbrechen. Nee. Ich wollte nur auf Schiller nochmal auf die Sache durchspielen. Ja. Noch auf ein weiteres Schlüsselwerk, das Sie sicherlich kennen, und da bin ich in der Mehrheit wollen, das ist von Johann Helsinger, ja. Rudels. Vom Ursprung der Kultur im Spiel. Ganz genau. Das war für mich auch ein ganz wichtiges. Ja. Ja. Knüpft natürlich an. Ja. Schiller an. Genau. Ich habe es sehr intensiv studiert und er spricht auch vom Tanzspiel und beschreibt sogar den Tanz als die reinste Form, als die reinste Form des Spiels. Also, dass sozusagen Tanz letztlich der, wie sagt Nietzsche in der fröhlichen Wissenschaft, ich wüsste nicht, was der Geist eines Philosophen mehr zu sein wünschte als ein guter Tänzer. Der Tanz nämlich ist sein Ideal, auch seine Kunst, zuletzt seine einzige Frömmigkeit, sein Gottesdienst. Also mit anderen Worten, der Tanz ist es nicht nur irgendwie das Geplänkel, irgendwie rumzuspringen und so weiter, sondern es ist die ästhetische Leibesbewegung, die aus dieser Dimension kommt, die freie Leibesbewegung. Und das ist natürlich ein Riesenauftrag, eine Riesenherausforderung. Und kann auch nicht erturnt werden in dem Sinne. Aber die Bedingung dafür ist tatsächlich eine Überwindung der Leibvergessenheit. Eine Überwindung der Leibvergessenheit. Heidegger hat immer von der Überwindung der Seinsvergessenheit gesprochen. Es ist die Überwindung der Leibvergessenheit. Und zwar nicht der Körpervergessenheit, sondern personalistischer Leib zu sein. Was bedeutet das? Welche Bewegung kommt da? Oder auch Nichtbewegung? Dieser große Tanz heißt nicht unbedingt, dass er im Widerspruch zur Nichtbewegung steht. Auch die Stille kann Tanz sein. Sogar der beste Start, die Bewegung, die aus der Stille kommt und nicht aus einem Zwang raus, also weder einem Bewegungszwang noch einem Gruppenzwang und so weiter. Und dem zu folgen, was ist meine eigene freie Leibesbewegung?
Ich glaube, dass der große Friede nicht realisiert werden kann, ohne dass der Mensch mit dieser Dimension, aus dieser Dimension sozusagen sein Leben lebt. Und das wäre in gewisser Hinsicht jetzt der Bogen zum großen Frieden, zu diesem hohen Ideal einer nicht-dualen, eines nicht-dualen Verständnisses von Frieden und Kohärenz, höchste Kohärenz. Und auf der anderen Seite die Konsequenz für eine Friedenspädagogik, damit ist es nicht abgehoben, wenn man von einer Leibeserziehung spricht, sondern dieser Rückblick ist der Ausblick. Damit umzugehen, als verkörperter Leib, als personaler Leib, hier zu sein. Ja, ich glaube, das steht einem relativ klar vor Augen, aber bitte. Ja, ich kann es nicht nacherzählen, was Sie gesagt haben. Gut, aber was ich so gemerkt habe bei mir selbst, sprechen Sie über einen Sein, über einen ewigen Sein. Ja. Dann habe ich das Gefühl, das ist nicht mehr die Bewegung. Es ist da, es ist in Ruhe. Und dann sprechen Sie ja von diesem Tanz, ja, und das Spiel. Ja. Das Wesentliche von dem Leben ist das Spiel, aber dann nicht das Sein. Doch, das ist sozusagen dann Sein, kein Spiel, dann zusammen. Genau das habe ich versucht, in der Doppelnatur des Menschen zu beschreiben. Es ist kein Widerspruch. Purusha und Prakriti, Geist und Natur, sind sozusagen keine Widersprüche, die entweder oder sein müssen, sondern ein integrales Bewusstsein ist in der Lage, beide zu umarmen. Verwurzelt, gerettet, im ewigen Sein und daraus schöpfend Gestaltung des Prozesses des Lebens. Das ist kein Widerspruch. Nee, ich meine auch, ja, aber ich stelle mir das Sein als Sein. Ja, genau. Ja. Ja. Und das ist ein, so wie unser heiliger Vater, Kirchenvater Augustinus, das Sein über alles stellte. Ja. Aber er stellt sich heraus, wenn er rausgeht, über das Sein, da ist noch Leben. Ja. Kein, also ja, wie ist die Liebe? Ja. Und die Liebe lebt, lebt, ja, lebt, ja, lebt immer weiter. Klar, das ist ja die logische Konsequenz aus dem Sein, das ungeteilt ist und eins. Das eine Sein, es gibt kein zweites Sein, sondern das Sein ist eins. Und dieses eine ist mit sich selbst identisch. Und was mit sich selbst identisch ist, deswegen wird der Omega-Punkt als Liebe beschrieben. Und zwar aus logischer Konsequenz, dass das eine sich selbst natürlich liebt. Für mich ist das Sein etwas statisch. Ja. Und darüber hinaus muss etwas Lebendiges sein. Genau. Wenn das Lebendige nicht lebendig ist, dann ist Tod aus. Ja. Also es gibt keinen Tod. Nee, es ist aber nochmal, es ist kein Widerspruch. Die Statik des reinen Seins und der Prozess des Werdens. Es ist sogar, um es mal so zu sagen, meines Erachtens nach der geniale Griff eines göttlichen Geistes, dass es diese Coincidentia oppositorum, diese scheinbaren Gegensätze in sich zusammenbringt. Dahingehend, dass es einerseits das eine ungebrochene Sein ist, immer bleibt, immer war, einerseits, und damit in gewisser Hinsicht gerettet ist, das ist ja die frohe Botschaft für die Christen auf der einen Seite, und aber auf der anderen Seite nicht in einem statischen, erratischen Block, der keine Bewegung mehr zulässt, sozusagen nur in einer göttlichen Singularität ist und damit Ende aus basta, sondern das Spiel kommt dadurch zustande, Lila, kommt dadurch zustande, dass es sozusagen hen he auto diaphoron, das eine in sich selbst Unterschiedene. Das eine hen in sich selbst Unterschiedene. Das heißt, die eine Statik des einen reinen Seins kann in sich selbst, nicht außerhalb sich, auch die Schöpfung, die in gewisser Hinsicht dann die Vielheit der Formen ermöglicht. Weil dann, wenn man dieses Sein hat, dann kommt man wieder in diese dogmatische Gottesverhältnisse.
Nein, da muss man nicht. Diesen Dogma. Nein, muss man nicht. Nein, muss man nicht. Wenn die beiden Aspekte zusammengeschaut werden können, ist es kein Widerspruch, ich kann es nur sagen. Im Gegenteil, wenn Sie das Sein in ihrer Konsequenz durchdenken, ist dieses eine Sein letztlich ein Sein des Nichts. Und zwar deswegen, ja doch, und zwar deswegen, Sie müssen nur der Logik folgen, und zwar deswegen, weil das eine in sich relationslos ist. Wenn es kein zweites gibt, Sie und ich, Stühle im Raum, empfinden uns deswegen nur als unterschiedlich, weil wir in Relation stehen. Das eine ist in sich relationslos. Wie soll es denn auch in Relation zu etwas anderem sein? Das heißt, es ist reines, pures Sein. Relationslos. Und damit in gewisser Hinsicht auch leer. Ja. Vielleicht ist das die Genialität eines trinitarischen Gottesbegriffs. Ja. Der das nämlich genau löst. Ja. Wenn ich das Sein verstehe als ein rein statisches Sein, ne? Dann ist es zwar, aber es wäre tatsächlich schwierig, das in Bewegung zu denken. Das personale Sein hat da nämlich einen Unterschied. Ja. Das hat einen Unterschied, das heißt, es ist, also auch ich selber bin, und ich kann auch sagen, ich bin in einem Moment ganz und gar in meiner Ruhe, was uns schwerfällt, als Menschen mal so ganz in die Ruhe zu kommen. Ne? Aber dann bin ich trotzdem lebendig. Und das macht den Unterschied aus zwischen einem rein gedachten Seinsbegriff und einem personalen Gottesbegriff. Ja. Und der personale Gottesbegriff hat nämlich eine enorme Dynamik. Deswegen wird er gottchristlich trinitarisch gedacht, weil das Sein sich auf sich selber bezieht. Ja. Es sagt, ich bin, dann haben wir schon den Sohn und das bezieht sich auf sich selber und wir haben den Geist. Das ist nichts anderes als der innere Vollzug Gottes, den aber schon Augustinus versucht hat, verzweifelt zu begreifen und nicht dahinter gekommen ist. Ja. Und seitdem sind 1600 Jahre vergangen, wir haben es immer noch nicht begriffen, weil es genau das gleiche Geheimnis ist, dass wir in uns selber tragen, denn ich denke mich, bin ich jetzt einer oder bin ich zwei? Ne? So, diese Dynamik, die der Selbstbezug beinhaltet, den das Personal beinhaltet, aber das macht genau aus, dass ich bin und gleichzeitig in Bewegung bin. Könnte es auch sein, ich bin, der ich bin, auch sein, ich werde, der ich werde, da bin ich in Bewegung, da verstehe ich. Ja genau, also ich als Mensch, ich werde, der ich werde, weil ich nämlich zeitlich bin, also ich bewege mich auf meiner Zeitachse voran. Gott ist überzeitlich, außerzeitlich, das ist übrigens nachher nochmal die Krux mit dem lösen kann, mit dem leiblichen und psychophysischen und dem geistigen zusammen. Mhm. Denn in der leiblichen Auferstehung wird das nicht getrennt, das vergessen wir immer, wir Christen. Tja, genau. Können wir die Auferstehungslehre... Wenn die Auferstehungslehre nämlich konsequent durchdenkt, heißt das, dass ich als Ganzheit auferstehe. Ja. Sogar als Leib und Seele. Ja, ja. Das ist die Vorstellung. Das heißt, ich bleibe in meiner Ganzheit und das werde ist eine Dimension des Fortschreitens, die ich aber nur habe, solange ich mich in einer Zeit bewege, die sich fortschreitet. In der Ewigkeit ist nämlich nicht 1 plus 1 plus 1 plus 1, das habe ich mal mit einem armen Mathematiker diskutiert, der das nicht verstehen konnte, dass Ewigkeit Fülle ist. Ja. Das ist ein Zeitpunkt, das ist Fülle. Also das ewige Heute Gottes. Und dann muss ich nicht irgendwo die alte Vorstellung mit 33 Tage Fegefeuer oder so, merkwürdige Geschichten, höchstens in meinem Erleben, aber das ist ein anderes theologisches Feld. Aber das ewige Sein Gottes und mein ewiges Sein lässt nachher gar kein Werden mehr zu, das ist auch nicht mehr nötig, weil da Fülle ist. Und dieser Gedanke der Fülle, der hebt ganz vieles in sich auf, dass wir uns hier noch nicht vorstellen können, dass wir vielleicht mal eine Sekunde haben. Dass wir das Gefühl haben, da würde ich jetzt gerne bleiben. Verweile doch, du bist so schön. Augenblick, ja. Und dieses Erleben von Fülle ist aber nicht festhalten können in diesem Moment. Dann komme ich wieder mit meiner Reinkarnationsidee. Also das Leben nach meinem Leben geht wieder weiter, wieder weiter, wieder weiter. Also das bleibt, ich werde auch dann noch. Christlich braucht es das gar nicht mehr. Also das ist die Paradoxie der Auferstehung in einer Nichtzeitigkeit hinein. In der Nichtzeitigkeit habe ich meine begrenzte Zeit und gleichzeitig alle Zeit. Gut, dann kommen wir an diesen Punkt, das ist Hagia Christus, die braucht es nicht mehr. Also doch, die braucht es. Natürlich braucht es. Also ich denke, dieser Christus
ist noch nicht vollständig, weil ich noch nicht vollständig bin. Er wächst mit mir. Ja, das ist das Risiko, dass er eingegangen ist. Ja, genau. Das ist die verrückte Idee Gottes, aus sich selbst freie Geschöpfe zu entlassen. Das ist das Risiko, dass er mit uns eingegangen ist. Genau. In diesem Sinne existiert dieser alte Gott, was mit Vater, nicht mehr. Vielleicht nicht in der Beschränktheit, wie wir uns ihn vorgestellt haben. Ja. Gott ist immer derselbe. Nur ja. Unser Begreifen von Gott verändert sich. Ja, das ist auch gut so. Also Nietzsche hat sich sozusagen nicht dagegen gewendet letztlich, dass es nicht eine Transzendenz des Absoluten gibt, sondern gegen den Gottesbegriff in der fröhlichen Wissenschaft, wenn er den tollen Menschen das Aussprechen ist. Ihr habt ihn getötet, wir haben ihn getötet, indem er in gewisser Hinsicht den Gottesbegriff sozusagen als Machtinstrument missbraucht hat, indem die SS auf dem Koppel Gott mit uns trägt. Das war natürlich in der gesamten, das ist in Haralds Buch sehr schön rausgearbeitet, wie weit der Gottesbegriff missbraucht werden kann. Naja, also... Nur eine Frage. Die fünfte Dimension, da fehlt ja damit Zeit schon, oder? Die Zeit ist sozusagen bis zur vierten Dimension. Die vierte Dimension ist die Raumzeit. Ja. Man muss sich das so vorstellen, dass ein dreidimensionaler Raum, in dem Bewegung stattfindet, dann die Zeit schafft, die vierdimensionale Ebene. So, aber die Substanz des Raumzeitkontinuums selber, der Äther, würde man sozusagen sagen, ist die fünfte Dimension. Es ist diese Substanz, aus der alles hervorgeht. Es ist eine physikalische Größe, die, weil man nur dreidimensional denken können, vorstellen und schon schwer tun, eine Vierdimensionalität als Raum-Zeit-Kontinuum zu begreifen und dann noch in gewisser Hinsicht, was Einstein rein geometrisch dachte, rein geometrisch, das noch mit Pleroma, mit Fülle auszufüllen. Das heißt, es ist ein Block-Universum, könnte man sagen. Und das ist dadurch, dass es eins ist, ist es an jeder Stelle. Und das ist die fünfte Dimension. Das ist die fünfte Dimension. Wir haben hier ein Problem. Schon indem Sie sagen, es ist ein Block, haben wir wieder eine raumzeitliche Vorstellung von drei Dimensionen. Wir können dummerweise nicht anders denken. Ja. So, das ist genau das große Problem, das wir haben. Wir können außerhalb unserer drei Dimensionen leben. Wir können schwer noch die Zeit vorstellen, das ist ganz schwierig. Aber außerhalb dessen können wir uns nichts vorstellen. Das Vorstellungs geht über unser Vorstellungsvermögen schlicht und ergreifend. Na gut, das konnte ich mir jetzt noch vorstellen. Ich wollte jetzt eher noch wissen, gibt es noch eine sechste Dimension? Es gibt mathematisch in gewisser Hinsicht zwar Höherberechnungen, aber eigentlich, wenn man sozusagen es... Also zumindest ist das meine Erfahrung auch. Wenn man die fünfte Dimension als die Leerheit, die gleichzeitig die Fülle ist, denkt, dann hat diese Dimension oftmals noch nicht den personalen Charakter. Es ist sozusagen in gewisser Hinsicht reines Feld, ein universelles Feld, aus dem alles hervorgeht. Wenn man aber eine sechste Dimension Burkhard Heim spricht auch davon, denken will, dann wäre das, dass diese Dimension, die erstmal abstrakt ist, personal ist. Das heißt, ein Wesen, ein personales Wesen, das in gewisser Hinsicht nicht nur Feld ist. Messias zum Beispiel. Ja, der personale Gott. Der personale Gott. Dass diese Kohärenz sozusagen personal ist. Ja, also, ja, und der Sinn der Evolution ist in gewisser Hinsicht, zu dieser Dimension aufzusteigen. Ich glaube, die große Versuchung ist, dass wir Schöpfung außerhalb von Gott denken oder uns selber von Gott gelöst. Ja. Das ist in meinen Augen die große Versuchung, als ob wir jemals ohne ihn wären. Das ist sowieso nicht so. Als ob die ungebrochene Einheit jemals gebrochen wäre. Die war nie gebrochen. Die war immer eine. Das heißt, wir können nicht außerhalb Gottes existieren, das würde gar nicht gehen, denn wenn Gott zu einem von uns Nein sagen würde, wären wir nichts. Nicht nur, wir würden irgendwie kaputt gehen, also wir wären gar nicht. Das geht gar nicht. Wir existieren immer in diesem ewigen Jahr Gottes, sowohl die Schöpfung wie jeder einzelne von uns. Die merkwürdige Versuchung, diese Trennung von Gott und Mensch so zu denken, als ob wir außerhalb seiner stehen würden, das ist
geht gar nicht. Ja. Oder andere dahin schicken. Nicht mal die Hölle ist außerhalb Gottes. Oder als ob Gott außerhalb von uns ist. Das ja, ist genau, das ist genauso absurd. Und auch nicht mal die Hölle ist außerhalb von Gott. Mhm. Sondern ist ein Zeichen, dass er selbst, also wenn man das jetzt mal strikt denkt, dass derjenige, der sich vollständig gegen Gott entscheidet, von ihm nicht mal vernichtet wird, sondern immer noch im Dasein gehalten. Eine Paradoxie der Theologie. Aber es lässt sich nichts ohne diese Dimension denken. Und ich glaube, erst dann wird das Bild vollständig, wenn man das alles als eine Einheit denkt. Und dann bin ich in dieser Einheit und Teil dieser Einheit, kann aber zu dieser Einheit Frieden beitragen oder Unfrieden. Das heißt, ich kann diese Einheit positiv gestalten oder ich kann in dieser Einheit Zerstörung anrichten. Wobei, da wiederum die Frage wäre, wenn wirklich ich mir dieser Einheit bewusst bin, gibt es keinen Grund innerhalb dessen sozusagen. Und das wäre genau auch die Perspektive, die zum Beispiel Aurobindo aufgezeigt hat in seinem integralen Logo, dass es möglich ist, durch eine Entwicklung des Bewusstseins sich die verschiedenen Ebenen oder Höhen in gewisser Hinsicht zu erschließen. Und dann liegt da in gewisser Hinsicht eine Natürlichkeit drin. Eine Natürlichkeit. Ja, klar. Ja. Also das Absolute, was ja auch nur eine andere Beschreibung ist als das Göttliche, ist alles auch das Relative. Sonst wäre es nicht das Absolute, sonst wäre es das Absolute ohne das Relative. Was nicht geht. Dann was nicht geht. Und damit ist, genau, und damit ist sozusagen, wir sind nicht dadurch, dass wir die Welt immer in der Differenzierung erleben und gleichzeitig in der persönlichen Entwicklung erstmal ein Ich entwickeln müssen, das abtrennt und so weiter. Und das dann meistens auf der Ebene stehen bleibt und unsere Weltwahrnehmung immer die Vielheit der Objekte uns zeigt, tun wir uns so schwer mit dieser fundamentalen, radikalen Non-Dualität und Einheit. Und die ließe sich in dem Maße besser verstehen, indem sie gelebt wird. Weil es kann nicht sein, dass sozusagen das nur ein mentaler Gedanke ist, sondern wenn diese Erkenntnisstufen tatsächlich eintreten, dann muss notwendigerweise die Tat, die Handlung kommen, die in gewisser Hinsicht mit diesem Wissen in Kontakt ist. Ansonsten gehen wir immer mehr in eine kognitive Dissonanz zwischen dem, was ich bewusstseinsmäßig erkannt habe, was ich aber existenziell auf der anderen Seite als Lebensvollzug vollziehe. Das heißt, der Bewusstseinsprozess ist ein Handlungsprozess und gleichzeitig wieder Rückwirkung. Und das würde dann einfach bedeuten, dass immer mehr Menschen in gewisser Hinsicht sich dieser Potenziale, dieser Entelechie bewusst werden und die nicht nur warten, bis über die langen Evolutionszyklen das sowieso kommen, sondern die durch ihren Lebensvollzug, durch ihre Schöpferkraft bewusst entfalten und damit in gewisser Hinsicht Evolution beschleunigen, im Sinne von einer geistigen Evolution. Und es gibt einige Individuen der Weltgeschichte, die das vollzogen haben. Also als Mutationen in gewisser Hinsicht. Ich würde es sogar als Mutationen sehen, was eigentlich, ich meine, christlich-theologisch ist die Nachfolge Christi nichts anderes als zu sagen, dass es eigentlich darauf hinausläuft. Folge nach. Geh diesen Weg. Nimm dein Kreuz auf dich. Imitatio Christi. Naja, jetzt ist doch länger geworden, aber mir ist es wichtig, dass sozusagen immer wieder die Frage, was ist der große Frieden? Worin unterscheidet sich der Ansatz gegenüber vielen anderen? Es ist das meines Erachtens nach dieser große Frieden nur aus dieser Dimension letztlich kommt. Und dass das Primärziel ist, das angestrebt werden muss. Nicht eine Domestizierung des Menschen, im Sinne ihn klein zu machen, sei doch friedlich und so weiter, das würde immer wieder zu neuen Eruptionen führen. Das ist einfach nur eine Verdrängung, die dann wieder neue Ventile findet. Sondern diese Dimension, und da ist ja in gewisser Hinsicht Edith Stein in ihrem Leben auch ein Paradebeispiel, wie man von einer philosophischen Atheistin zu einer karmelitischen Mystikerin wird. Und das noch vor dem Hintergrund ihrer Biografie. Und das sind die Vorbilder eines großen Friedens. Und den in sich zu kultivieren, das
ist, glaube ich, die Herausforderung einer Menschheit des dritten Jahrtausends. Das ist möglich. Wir haben die Möglichkeiten, auch das Wissen, wie, die Methoden, um an dieser Plastik, Daseinsplastik zu arbeiten. Okay. Ja. Schauen wir noch kurz rein in den Film.